Ja, grüß euch zum nächsten Trailerchen heute am, es ist zwar noch der erste, aber raus kommt's am 2.2. Ja, ihr habt's ja jetzt in den letzten Videos mitbekommen, dass ich jetzt großartig nichts mehr mache bei den Alternativen oder bei YouWatch auf 1 etc. pp. Oder auch nicht im Mainstream. Ich gucke zwar da schon auch immer mal wieder rein, wenn es da was ganz Neues gibt. Klar, dann kommt es dann auch, aber normalerweise ganz viele Kollegen machen ja da schon drüber was und nach wie vor, wir können damit nichts verhindern, wir können sowieso nichts verhindern, das ist halt leider immer noch Fakt, da beißt die Maus auch keinen Faden ab oder der Faden auch keine Maus, es ist die Situation, wie sie ist und damit muss man leben. Wenn es was von mir zu berichten gibt oder Gedanken oder sonst was, klar, die werden auch immer wieder teilweise als Martins Mikrokosmos oder teilweise nur als Gedankenanstöße gebracht werden. Aber ich habe schon einige Spiegelvideos gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier das Wichtigste ist, aber auf jeden Fall gehört es zu den Top 5. Nochmal was ganz Tolles, geht auch viele Jahre zurück, nochmal über die Situation in der Ukraine, den Ukraine-Krieg, wie das alles zusammenhängt, was da für Drahtzieher mitgemacht haben und wie das alles verstrickt ist. Hier nochmal Fleischersatz, auch das ist nichts, jetzt komplett Neues, gehört halt eben auch zu der Agenda 2030, wie es oben eingeblendet ist. Dennoch halte ich es für wichtig. Aber auch da kann man nichts. Ich bin ein Fleischesser in erster Linie, gebe ich auch ehrlich zu, gebe ich auch gerne bekannt, stehe ich auch voll dazu. Es ist für mich nicht schlimm, wenn Tiere geschlachtet werden, haben wir auch schon tausendmal. Wie ist natürlich wieder sehr, sehr, sehr kritisch zu beäugen und die ganzen Fahrttransporte und das, ja, habe ich aber auch schon relativ viel drüber gemacht. Und vor allen Dingen gibt es noch als Hommage an die Hasenhirns, Spatzenhirns und Erbsenhirns, noch wieder auf der Melodie von den Beatles From Me to You, ein kleines Liedchen von mir. Könnt ihr dann alles wieder gerne anschauen, anhören bei VK. BitChute Odyssey, getrailert wird es dann bei Rumble und dreimal YouTube. Dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss. Ja, jetzt muss ich nochmal so reinkommen. Gott sei Dank, ich habe es noch nicht abgespeichert, das Trailerchen. Also auch da wieder bei den ganzen Sachen. Ich gehe davon aus, weil ich glaube, dass ich mich auf halbwegs verlässliche Quellen beziehen kann, dass das alles tatsächlich stimmt, aber ich weiß es nicht. Deswegen die ganzen Sachen, zumindest 95%, wie ich schon mal gesagt hatte, einfach wirklich unter Vorbehalt, checkt das selbst nach. Das ist nochmal ganz wichtig. Und hinterfragt auch mich gerne bei dem einen oder anderen, was ich so rauslasse, überhaupt kein Ding, ganz wichtig. Und jetzt nochmal dazu dem Fleischersatz KlarTV. Also, dass wir da nochmal ganz klar sehen, ich verdamme das nicht nur zu 100, sondern zu 200.000% richtet sich gegen die Schöpfung, ist komplett ungesund, ist eine absolute Scheiße, gehört natürlich zur, nochmal Agenda 2030 dazu, zum Vernichtungsprogramm sowieso. Das muss ich auch nochmal sagen, wenn es dann soweit ist, in der Hoffnung zumindest, dass sie es am Label erkennen lassen, woher die Scheiße kommt. Wie gesagt, Veganer und Vegetarier sind von dieser Agenda 2030 ebenfalls betroffen. Aber da war auch eine Stelle bei KlarTV drin, dass man, also nochmal, verdamme ich, ganz widerlich, aber da war bei KlarTV eine Stelle drin, dass man auch ja, trächtige Kühe töten muss, um an den Fötus zu kommen. Da hatte ich dann noch ergänzt, ihr werdet es dann vielleicht hören, ob da vielleicht eine Operation zumindest möglich wäre. Aber wenn man dann diese Kuh dann schon getötet hat, dass zumindest dann dieses Fleisch auch ordentlich verarbeitet wird und dann wieder sachgerecht und fachgerecht dann wirklich dann, ja,
in dem einen oder anderen Supermarkt landet, ohne dass daran rumfrisiert worden ist. Und natürlich das auch, das haben sie jetzt nicht gesagt, war jetzt noch auch eine Überlegung. Also, ich töte eine Kuh, komme da an den Fötus ran, komme an das Blut ran, das ich dann, so hieß es ja da, brauche, um in dieses Laborfleisch herzustellen. Ist es jetzt so, dass ich, ja, wie drücke ich das jetzt aus? Mir ist nicht so leicht, mathematisch schon, aber es ist nicht so ganz einfach. Also, wie lange reicht ein Fötus oder der Blut eines Fötus, um die gleiche Fleischmenge herzustellen wie die Mutterkuh? Anders muss ich, um das künstliche Fleisch herzustellen, im Prinzip genauso viele Mütterkühe umbringen, oder reicht so ein Fötus und das Blut davon vielleicht für 10 Mutterkühe, also in der Relation, dass aus einem Fötus oder einem Fötus Blut dann nur eine Kuh umgebracht werden muss, um dann 10 identische Fleischberge zu erzielen. War jetzt noch so ein Gedanke, hatte ich da vergessen. Aber letzten Endes ist auch diese Frage, naja, nicht überflüssig, denn das wird kommen, das wird geschehen. Auch das lässt sich nochmal nicht verhindern. Ein ganz großes Verbrechen, eine ganz große Versündigung. Wie gesagt, auch hier wieder, der liebe Gott hat es gesehen. Aber ja, das wollte ich jetzt einfach noch nachtragen. Diesmal ist das Trailerchen ja auch schon wieder fast ein ganzer Film geworden.